Kennt ihr diese Situation? Ihr habt viele gute Ideen, ob das jetzt für einen Podcast ist, ein neues Video oder einfach einen Text, den ihr schreiben wollt. Und dann zischt euch auf einmal der Gedanke durch den Kopf, Moment mal, ist das denn überhaupt so originell? Ist das denn überhaupt was Neues? Und zack, lasst es einfach liegen. Die Idee, dass wir nicht kreativ sind, wenn wir nicht auf was völlig Originelles kommen, die ist irgendwie tief bei uns verankert. Und das Einzige, was dabei hilft, ist ein kleiner Mindswitch. Nicht alles, was du in die Welt raushaust, ob das Bücher, Filme oder irgendeine Form von Content ist, muss sich von irgendwelchen alten Mustern zwangsläufig lösen. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Picasso sagt, good artists copy, great artists steal. Klar kannst du Inhalte kopieren, kannst einfach Blaupause machen und sie übernehmen. Dann ist das tatsächlich nicht originell. Du könntest dir die Frage stellen, macht das denn überhaupt Sinn? Aber wenn du das Gedankengut, also die Gedanken, die dem jeweiligen Werk zugrunde liegen, adaptierst und versuchst zu verstehen und auf eine neue Weise zu interpretieren, dann ist das was anderes. Dann ist es das Gedankengut stehlen im Grunde, wie Picasso sagt. Das Einzige, was du klaust, ist also im Grunde der Gedanke dahinter. Und das kannst du aus verschiedenen Quellen machen. Aus Büchern, aus Musik, aus alten Filmen, aus neuen Filmen. Du kannst aus verschiedenen Elementen Dinge nehmen, dich inspirieren lassen und sie in einem neuen Gesamtwerk zusammenfügen. Das ist Creation. Und mal ehrlich, wenn du so drüber nachdenkst, nichts auf der Welt ist so wirklich neu, sondern es handelt sich meistens eher um eine Wiederholung von alten oder bestehenden Ideen, die auf eine neue Art und Weise miteinander verknüpft werden oder verbunden werden. Neu ist also, wie diese Ideen zusammengefügt werden und wieder ein neues Werk entsteht. Bei Avatar ist es ja auch nichts anderes im Grunde als die typische Ankömmling trifft auf Ureinwohner Pocahontas Story, nur halt im Weltall. It comes down to trying to expose yourself to the best things humans have done and then try to bring those things into what you are doing. Because of the saying good artists copy, great artists steal, we've been shameless about stealing great ideas. Steve Jobs. Auch Apple kombinierte also die besten Ideen, die es da draußen gab, zu etwas völlig Neuem. It's not where you take things from, it's where you take things to. Cheers.